Liebe Besucher, liebe Gäste der Frankfurter Buchmesse, Sie stecken vermutlich jetzt mitten in Ihren Vorbereitungen, wie auch wir. Wir verpassen unseren Aktivitäten, unseren Messehallen jetzt den letzten Schliff. Sie sehen hinter mir auf dieser Wand Kinderzeichnungen, das hat einen ganz bestimmten Grund. Diese Zeichnungen sind zwar jetzt hier im Museum für angewandte Kunst entstanden, aber sie weisen auf unseren diesjährigen Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedien auf der Frankfurter Buchmesse hin. Aber warum beschäftigen wir uns mit Kinder- und Jugendmedien? Warum ausgerechnet jetzt? Kinder- und Jugendmedien sind symptomatisch für die Veränderungen in der Medienbranche. Sie beschäftigen sich mit dem technologischen Fortschritt, den Grenzüberschreitungen, aber auch Begriffen wie Crowdsourcing, Fanfiction und Social Reading. Das spiegelt sich in der Gesellschaft. Der Leser hat plötzlich ein Mitspracherecht. Kinder geben dem Verlag, den Autoren ein direktes Feedback. Sie geben ihren Senf dazu, ob ihnen etwas gefällt, ob ihnen die Geschichte gefällt. Und das hat aber auch schon Astrid Lindgren erkannt. Sie sagte, wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es Ihnen gelingt, trotz dichtem Terminplan sich mitreißen zu lassen, sich inspirieren zu lassen von den vielfältigen und neuen Themen. Ich wünsche Ihnen, uns allen, eine gute und spannende Buchmesse 2012.